So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Contrast. Wir sind zurück. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Hilfe! Ah, hier. Ja! So, dann wollen wir mal zurückgehen. Wo war denn das? Ich muss gestehen, ich habe die letzte Folge beendet. Und ich befinde mich in einer neuen Aufnahmesession. Da oben an die Kugel, wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich durch das Gebäude. Dann gehen wir da mal rein. Hallo. Web. Mhm. Live Jazz. So, was gibt's denn hier zu entdecken? In der Kneipe, in der Bar. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Okay. Da oben ist das Managerbüro. Dann würde ich sagen, wir holen uns doch die Filmrolle einfach, oder? Das machen wir. Ist es hier? Okay. So, wir müssen wahrscheinlich die Schatten nutzen, um da hochzukommen. Da draußen steht Didi. Kann ich hier irgendwas noch einsammeln oder so? Nö. Okay, was kann ich hier machen? Hier kann ich noch was machen. Ah, okay. Ich verstehe. Wie komme ich da? Wenn ich näher hingehe, wird der Schatten natürlich größer. So. Müsste das klappen, oder? Ja, ganz toll. Warte mal, kann ich nicht einfach hier rein? Sekunde. Das ist manchmal ein bisschen friemelig. Ja, hallo? Bitte da hoch. Danke. Okay, so geht das nicht. Moment. Moment. Je näher ich... Ja, aber näher ran komme ich nicht. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. So vielleicht. Gehen wir halt da hoch. Ich hoffe bloß, ich komme auf der anderen Seite dann auch noch hoch. Ja, hat geklappt. Wer ist das denn? Okay. Oh, die Karikatur ist cool. Die will ich mir mal angucken. Sehr geil. Sehr geile Optik. So, gibt's hier irgendwas? Kann man hier irgendwas? Aber ich will ganz ehrlich, ich will da drüben auch noch hin. Da gibt's mit Sicherheit was. Ich will da drüben auf jeden Fall noch hin. Deswegen gehe ich jetzt nochmal nach unten. Sorry, Leute, aber da will ich echt rüber. Da gibt's mit Sicherheit was. Bloß, wie komme ich da hin? So? Komm, das muss klappen. Hä? Ja, da komme ich nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Ja, weil der Schatten da schon aufhört. Und ich komme da an dem Schatten da nicht vorbei. Komme ich da anders irgendwie hin vielleicht? Vielleicht komme ich durch die Tür da irgendwie. Bevor ich jetzt das ewig lang ausprobiere, gucken wir mal, vielleicht komme ich von der anderen Seite da irgendwie ran. So. Ich
hoffe, das klappt wieder so. Diesmal gehe ich gleich hier, hey. So, da hinten geht's raus. Komme ich hier irgendwie? Och Mann! Wo komme ich hier hin? Da geht's nicht rein. Schade. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hä? What the fuck? Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Wie komme ich da rüber? Das gibt's doch nicht. Ich muss doch irgendwas machen können hier. Da kann ich nicht lang. Das muss doch irgendeinen Sinn haben hier. Ah, Moment. Ich komme hier lang. Ah, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ah, und jetzt sind wir auch auf der anderen Seite. Perfekt. Okay. Hier ist das Büro. Da hinten haben wir nochmal eine Kugel. Die nehmen wir natürlich mit. Okay. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Bilder an. Ist das hier die Mutti von Didi? Kann das sein? Da ist ein Autogramm drauf. Ich kann es bloß nicht lesen. Da hinten steht auch eine Dame. Also die Zeichnungen sind schon echt cool. Le Point. Übrigens, Entschuldigung, dass die Folge... Bringe die Filmrolle zurück ins Kino. Wir dürfen ins Kino. Geil. Sorry übrigens, dass die Folge so spät kommt. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den Aufnahmen. Deswegen musste das ein bisschen verzögert werden. Okay. Ich werde auch nicht allzu regelmäßig hochladen, dieses Let's Play. Weil ich einfach in letzter Zeit mega viel Stress habe. Soll ich jetzt einfach hier... Jump! Thank goodness! Ah. Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. Fenris. Naja, ob das solche Freunde sind. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. Your investors haven't heard about me. They're stupid. Oh no, there's no way to get across. Na komm! If we could get the spotlight working, then I could track you with him. But it's out of power. We need some luminaries. Do you have any? Ah, okay, dafür brauchen wir also die Leuchtkugeln. Okay. Ich bin ein bisschen heiser heute, merke ich. So. Ah, okay, dreimal. Zack. Okay, sie leuchtet mir also. Moment, ich muss erstmal gucken. Da muss ich dann rüber. The Amazing Vincenzo. The Great Magician. Okay. Das Plakat hier gefällt mir irgendwie besser. So. Yes. Ah, okay. Sie leuchtet also perfekt mit. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, das geht vielleicht... Das muss schnell gehen. Okay. Gut, dass ich nochmal geklickt habe. Na klar, das machen wir. So. Okay. Erstmal gucke ich mir aber um. Hey, wait for me. Ja, ist ja gut. Warte mal, ich will erstmal hier rein. Ich hol dich gleich ab. Warte da drüben. Da oben an die Leuchtkugel will ich ran. Was kann ich hier machen? Ah, okay. Was ist das? Ach, das geht wieder auf wahrscheinlich. Muss es ja auch. Ah, okay. Ich muss da hoch, dann muss das aufgehen, dass ich da drauf kann. Und dann muss der aufgehen. Gut, das heißt, ich muss erstmal den hier zusammenklappen. Kurz warten. Den hier zusammenklappen. Kurz warten. So, jetzt muss ich aber... Nein, 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 nicht versagen. Boah, war das knapp. So, jetzt müsste der aufgehen. Ich hätte vorher springen müssen. Jetzt werde ich da nicht mehr hochkommen. Oder? Geht das noch? Kann ich da ein bisschen
Nein, geht nicht mehr. Okay, müssen wir nochmal machen. Aber von der Idee her war es schon richtig. Also den hier zusammenklappen. Dann den hier zusammenklappen. Hier rein. Hier hoch. Kurz warten. Hier hoch. Hier hoch! Ja, das... ich bin begnadet. Definitiv. Okay, nochmal. Hier hoch. Kurz warten. So, das hier. Das war jetzt dumm. Okay. Kann ich dann, wenn ich da drüben bin... Ne, ich kann dann direkt durch. Naja, dann mach den hier zu. So, geben wir uns ein bisschen mehr Zeit. So, mach auf. So, einmal rüber, einmal rüber, einmal hier rüber. Ja, passt. Perfekt. So, und eine Leuchtkugel eingesammelt. Hätte ich da oben noch rüber gekonnt? Ne, ich glaube nicht. So, okay. Was ist das hier eigentlich? Ein Café oder was? Was gibt's denn da? Mal gucken. Menü. Ah, ja. Okay, was steht hier? Dasselbe. Gut. Und hier ist das Kino. Und da gibt es wieder was zum Einsammeln. Ich muss mich mal kurz räuspern. Entschuldigung, bin gleich wieder da. Oh, weiß auch nicht, was heute ist. Ich bin ein bisschen heiser. Hoffentlich werde ich nicht krank. So, einmal hier rüber. Und durch. Und durch. Da geht's runter, oder? Ja. Ich dachte schon. Ich habe einen Fehler gemacht, aber alles gut. So, hier rüber. So, bringe die Filmrolle zurück ins Kino. Das mache ich doch glatt. Na ja, toll. Oh, wait. Didn't catch just... I told you I was good at fixing. Was? Die Kleine ist ein professioneller Dieb. Okay. Souvenirs en fumée. Entschuldigung, mein Französisch ist grottig. Maybe you could find another way in. Ach so, okay. Ich helfe dir und du verziehst dich einfach. Und sagst, such dir selber einen Weg. Die Bilder hier sind dieselben. Das ist neu. Vincenzo, the Magican. Okay. Gut, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Hier so eine Art Charlie Chaplin soll das sein. Das ist Nosferatu, schätze ich mal. Dracula. Und die Dame hier, die könnte aus... Naja gut, es ist schwarz-weiß. Sie könnte rein theoretisch aus... Schlaflos in Seattle sein. War das Schlaflos in Seattle? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich jetzt den Film auch verwechsel. Komme ich am besten... Warte mal, die Dame mal kurz weg. Oder es ist Ingrid Bergman. Das wäre auch möglich. Hier rüber. Tolle Schauspielerin übrigens. So. Halt ich mal hier rüber. Müsste ich nicht über ihn schon einfach... Geht das? Ah, nee, ist zu hoch. Da komme ich nicht hoch. Aber wie komme ich dann hoch? Dann muss ich ihn eigentlich erstmal als Rampe nehmen. Moment, das hat schon gepasst. Und sie, ihr Kleid kann ich als Rampe benutzen. Moment. Geht das?
wird ein bisschen eng wahrscheinlich, oder? Nee, das geht. So. Was ist hier? Eine Türklingel? Keine Ahnung. So, so, so. Jetzt sind wir hier oben und hier gibt's gar nichts. Doch, hier gibt's was. Sammelobjekt. Das hier. Ah, ich kann... Das ist Glas wahrscheinlich, ne? Ah, cool. Ich kann da durch. Wo sind wir jetzt? Und wieso? Da liegt ein Stück. Check. Okay. So. Das ist der Kinosaal. Wo ist denn jetzt Didi? Didi? Ah, da. Was machst du hier? Du bist nicht so spät. Wo ist deine Mom? Did Mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the movie to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with the chest. Are you kidding me? What'd you spend that money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. Oh Gott. Ihr Penner! Mit wem hat sich da der Vater von Didi nur eingelassen? Schlägertypen. Ich hasse Schlägertypen. So, wo kann ich den Film einlegen? Hilfe? Da muss ich irgendwie rein. Da ist doch eine... Ah, perfekt. What? Okay. Warte kurz, ich komme gleich. Halte durch. Cool. Ist irgendwie sadistisch, wenn ich mich jetzt hier umgucke, aber das muss sein. Das ist wichtig. Cool. So, also gut, dann schmeiße ich mal den Film ein. He is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us, huh? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. Oh, Mann. Ich will noch mal ganz kurz hier gucken. Naja. Der hampelt ein bisschen rum. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Hallo? Ich will mich ins Licht stellen. Ich will... toll aussehen. So. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö.
me closely, but now I know you love me mostly. Sorry, Joe, you ain't a lover, you're a house on fire, I'm burning so. You hear that siren come, baby, I gotta go. You're in my past, Joe, I had my fill. It wouldn't last, Joe, baby, I got this. There's no one happy in a house on fire, why do I steal? I hear those sirens going, baby, I get a chill. I get a thrill, babe, and I wanna run back. But I know I gotta vamp for me, Charlie, would you?